Du hörst einen Gastbeitrag auf dem Kanal Spiritscape von Ivana für den Telegram-Kanal Der neue Atem, der göttliche Mensch. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Hallo, liebe Menschen. Der heutige Podcast hat den Titel Der neue Atemrhythmus. Und vorab, ich habe volles Haus zurzeit und nehme diesen Podcast in einen anderen Raum auf. Und es könnte sein, dass die Akustik nicht so optimal ist. Ja, der neue Atem führt uns von dem altgewohnten weltlichen Atem, wo wir nur Sauerstoff aufgenommen haben, zum kosmischen Atem. Wir waren sehr lange gewöhnt, diese Sauerstoff-Schnappatmung. Und diese wird jetzt zum Atem des Lebens. Oder vom kollektiven Atemrhythmus zum individuellen, einzigartigen, lebendigen Atemrhythmus. Und ja, auch vom alten Existenzkampf zu einer lebensbejahenden Selbstexistenz. Und die kommt immer aus der Fülle der Quelle. Das Selbst, das aus sich heraus existiert. Ja, der Rhythmus verändert sich und wer zum Beispiel tanzt, der weiß, wie wichtig der Rhythmus ist. Und ja, wir überschreiten gerade den Tanzsaal von einem alten kollektiven Tanz zum individuellen und einzigartigen Lebens- und Liebestanz. Leben und Liebe kann man gar nicht trennen. Und wenn man einen Leben-Liebestanz tanzt, dann geht es nur im kosmischen Einklang. Und jede Bewegung ist am Ende eine Liebeskraft, die aus dem Kosmos kommt. Ob wir es im Einklang erleben, hängt davon ab, nach was wir uns ausrichten, nach unserem göttlichen oder nach unserem rein weltlichen Lebenskampf, Existenzkampf, nach dem ich bin der Tour, ich brauche, ich tue, ich muss, ich soll und ich muss mich vergleichen, wie ich die Welt betrachte. Und das ist eine innere Ausrichtung. Es ist nicht etwas, was vielleicht so offensichtlich ist, wie man jemanden ganz klar ansieht, was er gerade tut oder will oder welche Ziele er verfolgt. Es ist diese innere Qualität, die Haltung, unser Inhalt, der innere Halt. Und ausgerichtet auf unsere Göttlichkeit sind wir wirklich diese Empfangsstation für diesen neuen Atemrhythmus. Und für diese neue Bewegung, wo wir bewegt werden, bewegt sind, die Beweger. Und jeder Gedanke und jede Emotion verändert unseren Atemrhythmus. Wenn wir in diesem alten Existenzkampf noch gefangen sind, in Sorge, in Angst, dann wird der Atem in Verbindung mit unserem autonomen Nervensystem immer aus diesem Kampfmodus handeln. Also ein unbewusster Mensch hat einen ganz starken Drang, wenn man es ganz knapp zusammenfasst, sich zu verteidigen, etwas zu verteidigen. Was meins ist, muss ich verteidigen. Und schon sind wir raus aus dieser lebensbejahenden Haltung. Weil wir etwas halten oder an etwas anhaften. Und gleichzeitig bestätigen wir damit immer einen Mangel, eine Begrenztheit. Und dies kommt immer aus diesem animalischen, rein materiell denkenden Nervensystem. Ja? Die Sinne nehmen auf im Nervensystem, in unserem Körper, die äußeren
Erscheinungen und wie wir sie betrachten, mit welcher Haltung, mit welchen inneren Haltung, entsteht eine Reaktion in unserem Körper, wo wir dann in die Tat gehen, handeln, was tun, etwas kritisieren, uns unwohl fühlen, da kommen dann die Emotionen auch, es entsteht so eine Art körperlicher Stress, eine Kaskade von Stresshormonen. Und oft ist es dann wie so im Hamsterrad, das eine triggert das andere und das beginnt sich zu drehen, zu drehen, zu drehen. Und wir kennen das ja alle, dass wir dann manchmal aus unserer Wut oder unseren Jammer oder unseren Sorgengedanken gar nicht mehr rauskommen. Und alles, was wir wahrnehmen, erscheint als ein Phänomen. Ja? Phänomen bedeutet das, was ich beobachte, was ich wahrnehme, eine Erscheinung. Oder man könnte sagen, das Erscheinende, was sich meinen Sinnen zeigt. Und die Erkenntnis über das Erscheinende, wo meine Sinne reagieren, hat immer was mit meinem Bewusstseinsinhalt zu tun. Mein innerer Haltung, der Inhalt. Und wir erfahren am Tag verschiedenste Phänomene in dieser Welt. Ich würde es jetzt mal ganz streng ausdrücken. Wir leben eine Kraft, die die ganze Welt täuscht. Oder die die ganze Welt Sinnes täuscht. Und diese Kraft ist sehr, sehr aufwendig. Die wird nicht, also die müssen wir immer irgendwie aus einer eigenen Energie herstellen, diese Kraft. Das wäre so dieser, wenn man so will, Energie und Ressourcen denken und Mangel und man muss immer schauen, dass genug da ist und sich kümmern und so weiter. Das ist etwas, was wir selbst machen, sehr, sehr aufwendig. Also man sieht ja so, wenn Weltmächte vorherrschen, wo die ganze Welt getäuscht wird, dann ist das nur möglich, wenn einzelne Menschen diese Täuschung oder Erscheinungen der Phänomene in ihrem Bewusstsein als Realität akzeptieren. Und es ist unglaublich aufwendig. Es braucht einen ganzen Apparat von verschiedensten technischen Mitteln, egal was, Telefon, Fernseher, Internet, PC und bla bla bla, damit das aufrechterhalten wird. Damit diese Realität so in der Form akzeptiert wird. Also ich sitze auf meinem Sofa, im Fernsehen wird etwas erzählt, und ich glaube diese Geschichte, die mir erzählt wird, und nehme sie an als Realität und handle dann aus der Überzeugung, dass es so ist. Und damit erzeuge ich ja eine Kraft, indem ich handle. Ich bringe eine Bewegung hinein. Und das vielleicht noch Schlimmere an der ganzen Geschichte ist, dass man übergibt unwissend diese Macht, die man in sich hat, die Kraft an die Geschichtenerzähler ab. Ich gebe meine eigene Souveränität ab und bestätige immer nur das, was meine rein animalischen Sinne, die verwurzelt sind im Existenzkampf, Überlebenskampf, außen wahrnehmen, diese Reize, die ich bekomme, diese Trigger, und die bestätige ich laufend. Und das ist immer Macht über etwas. Diese, in Anführungszeichen, Könige der Erde, das ist immer Macht über etwas. Da muss immer jemand oben sein und jemand unten. Und ich kann nie oben sein, wenn nicht dann unter mir irgendwelche sind. Also muss ich ganz viel Aufwand betreiben, dass die ja unten bleiben, damit ich über etwas bin. Und man sieht es ja im politischen und auch im wirtschaftlichen Bereichen. Und ich bitte es nicht falsch zu verstehen. Ich distanziere mich wirklich immer mehr und immer intensiver von all diesen politischen und geopolitischen Geschichten, die in verschiedenster Weise erzählt werden, weil es wichtig ist, sich sein eigenes Bild zu machen, sein individuelles,
selber lebendig denken, etwas erfühlen. Und ich bringe das Beispiel aus einem ganz einfachen Grund, um zu erklären, wie im Großen, so im Kleinen, dass wir auch in unserem eigenen Leben und im eigenen Wirkkreis in jedem Konflikt, den wir haben und jemandem was vorwerfen und du bist schuld, weil du mich nicht liebst und ich habe mich so geopfert für die Familie und es ist jetzt der Dank oder irgendwelche Erbschaftssachen. Wir wissen alle, jeder von uns hat so seine Konflikte. Jedes Mal, wenn wir in diesem Konflikt sind, wollen wir über etwas herrschen, über jemanden. Über den Mann, über die Frau, über die Kinder, über den Zustand, wie das Erbe eingeteilt worden ist und, und. Und wir wissen alle, dass das einen unglaublichen Aufwand hervorbringt. Da wird alles getan, um an irgendeinen Einfluss zu gewinnen und es ist ein Einfließen. Ja? Ich fließe dem anderen ein, du bist schuld oder du bist verantwortlich für das, du hast nicht richtig gehandelt und, und. Also im Kleinen erleben wir das genauso, wie wir es jetzt im Großen sehen. Das Prinzip bleibt immer dasselbe. Und ich pflege eher, dass ich in meinem Wirkfeld beobachte, wo ich da noch bei mir etwas verspüre, eine Reaktion, eine innere. Diese alte Gewohnheit, die sich nochmal zeigt, für mich anzuschauen. Wo kommt es her? Und es wird immer weniger. Und es geht nicht um, ich wiederhole das sehr gerne, nicht darum, dass wir perfekt werden. Weil wenn wir perfekt werden wollen, dann brauchen wir wieder ein Bild, was perfekt ist. Und dann sind wir wieder außen und wieder, dass uns jemand sagt, das und das ist perfekt. Wir haben in uns alle Qualitäten, die wir brauchen, oder man könnte sagen, wir haben in uns alle perfekten Zutaten, Zugaben, wie wenn man ein Essen kocht, wo wir nicht mehr im Außen irgendetwas brauchen oder suchen. Wir können inspiriert werden, wir können. Und man kann einen Trigger auch als Inspiration sehen, die halt dann von außen kommt. Oh, da ist noch was. Was denke ich jetzt gerade über meinen Mann? Gestern haben wir vereinbart, das und das und das, und er macht es heute nicht. Jetzt bin ich enttäuscht. Jetzt bin ich verletzt. Jetzt fühle ich mich von ihm nicht verstanden. Und da haben wir in uns die Qualität und die Möglichkeit und jetzt auch die Gabe, es für sich ganz in Ruhe anzuschauen, mit sich selber gnadenlos ehrlich sein und vielleicht sogar dann diesen Mann, der sich so verhält, als einen Unterstützer anzusehen und sagen, oh wow, da hat einer jetzt so richtig mir etwas aufgezeigt. Und am Ende könnte man es auch aus der Perspektive betrachten, ich wollte es. Ich bin jetzt so weit, es zu erkennen, und aus meinem Seelenlicht heraus wollte ich jetzt genau dieses Bild sehen und sagen, oh, aha, ich habe es jetzt verstanden. Vielleicht sind es meine alten, tiefen Gewohnheiten, Glaubenssätze, dass ich mich auf niemand verlassen kann. Dass ich, wenn ich was vereinbare, zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, mit dem Mann, es zu kontrollieren, ob er es auch wirklich macht. Weil ich ihm nicht vertraue, nicht wirklich. Und wenn ich meinem eigenen Mann und meinem eigenen Kind, also die nächsten Menschen um uns herum, nicht vertraue, dann vertraue ich auch nicht mir selbst. Dann zeigt es einen Mangel an Selbstvertrauen. Und wenn wir nicht selbst vertrauen, vertrauen wir nicht dem Leben. Und wir sind Leben.
Und da stehen wir in diesem Übergang, in diese neue Bewusstseinsvertiefung, weil bei dem Beispiel, wo ich geblieben bin, sage ich, ich habe alle Qualitäten in mir und alle Erkenntnisfähigkeit und Weisheit, um in eine Bewusstseinserweiterung oder Vertiefung zu kommen. Und ich kann das nicht, indem ich zu meinem Mann sage, du, und ich kann mich nicht auf dich verlassen und wie oft haben wir das schon vereinbart und du verhältst dich nicht so, wie ich das will und bla bla bla. Da erfahre ich keine Bewusstseinsvertiefung. Da triggere ich nur mein eigenes Nervensystem, indem ich mir das Bild immer wiederhole. Weil wenn ich das mache und ich übertrage das an den anderen, dann habe ich keine Selbstermächtigung mehr. Die habe ich dann an ihn übertragen. Und wenn du dich so verhältst, dann bin ich wieder glücklich. Es funktioniert aber nicht, das wissen wir. Sonst hätte es ja nie eine Scheidung gegeben. Also in unserem mentalen Feld hängen da noch so alte Denken, Konserven, Überzeugungen. Und wenn da noch was angeschaut werden will, wenn nochmal wirklich ganz bewusst in dir erfahren werden will, schau, was da ist. Und schau, du hast in dir alle Qualitäten, alles, was du benötigst und vor allem alle Kraft, durch diese Erkenntnisfähigkeit und Weisheit dein Bewusstsein zu erweitern, es zu erkennen, es zu sehen, eine andere Schau, eine ganz andere Erfahrung meiner selbst, dass ich frei bin und unabhängig. Und das ist eine ganz neue Präsenz. Und eine ganz andere Wahrnehmung, etwas neu sehen. Und neu sehen erfordert einen offenen und neufreudigen Geist. Neufreudig. Oh wow, was eröffnet sich jetzt da für mich? Da bleibe ich konzentriert auf mein geistig Wirkendes und bin kein Spielball der äußeren Welt. Und niemand ist mehr verantwortlich, wie ich mich fühle, wie ich mich wahrnehme. Und dieser neue kosmische Atemrhythmus lässt uns Menschenwesen seine Wirkkraft klar erkennen. Ich sag mal, es entsteht eine neue Superordnung. Die ist jenseits von Raum und Zeit. Was ist Zeit und Raum in dem Moment, in diesem Augenblick, in diesem Atemzug, wo ich in eine Erfahrung komme und mir ein naher Mensch spiegelt, dass da noch ein kleiner Krümel an Mangel an Selbstvertrauen ist, an Selbstliebe. Und ich durch dieses Erkennen in die Erkenntnis und Weisheit komme. Da ist es egal, ob es 13.45 Uhr ist und in welchen Raum ich mich bewege. Da bin ich raumlos und zeitlos. Da bin ich ganz bei mir, ganz nah an meinem göttlichen Wesen. Da bin ich kreativ. Und da bin ich auch handlungsfähig, schlussendlich. Lösungsorientiert, offen. Ja, und diese Superordnung, die führt uns wirklich in ein neues Mysterium von Individualität und Einheit. Und Individualität und Einheit zusammen ist immer Liebe. Immer. Liebe ist, wenn das Individuum und die Einheit eins werden. Das aus der Einheit stammende Teil wird sich dessen bewusst und ist wieder in der Einheit und behält trotzdem seine Individualität. Und es wird uns immer klarer, dass sich in dieser neuen Superordnung die Geister wirklich scheiden. Scheiden im Sinne von Entscheidung. Und entscheiden
müssen wir mehrmals am Tag, immer wieder, wenn wir gefordert sind. Für was entscheide ich mich gerade? Und es kann uns passieren, dass wir es nicht immer so präsent schaffen. Das macht aber nichts. Wir lernen. Wir dürfen lernen, indem wir Fehler machen und uns auch mal irren. Es ist dieser innere Wille, die Willenskraft, die kommt aus unserer Seele. Und diejenigen, die in dieser weltlichen alten Dualität und Denkkonserve bleiben möchten, haben genau die gleichen Voraussetzungen. Es gibt keinen Unterschied. Dieser neue Atemrhythmus geht durch alles. Durch Menschenwesen, durch Stein, durch Pflanze, durch Tier, durch jeden Grashalm. Die Voraussetzungen sind für alle gleich. Und erwachsen werden bedeutet zu entscheiden. In die göttliche Selbstbewusstwerdung gehen oder in der weltlichen Dualität bleiben. Und das ist keine Verantwortung von irgendeinem Gott oder einem Universum oder einer Macht über mir. Nein. Die Liebe ist bedingungslos. Wir können niemanden mehr die Verantwortung in die Schuhe schieben. Die Zeit ist vorbei. Nicht mal Gott können wir sie in die Schuhe schieben. Wir haben jetzt die Verantwortung. Jeder Einzelne. Und wir können die ganze Welt täuschen, aber die Schöpfung und die Seele niemals. Wir können nur eins jetzt tun, so eine Selbsttäuschung, eine Art Ego-Rechtfertigung. Ja, ich würde ja gern, aber ich kann nicht, weil. Ja, ich würde ja gern, aber erst muss ich mein Haus zu Ende bauen. Ja, ich würde ja gern, aber jetzt muss ich erstmal dieses Projekt zu Ende bringen. Und dann habe ich Zeit für meine göttliche Selbstbewusstwerdung. Ich weiß nicht, da gibt es doch die Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus am See Genezareth den einen oder Einzelnen, also die er auserwählt hat, als Aposteln sagt, dass sie ihm folgen sollen. Und einer davon sagt, ja, aber ich muss noch, keine Ahnung, auf eine Beerdigung und noch was machen. Und wenn ich da fertig bin, dann komme ich mit. So. Und Jesus sagt zu ihm, lass doch die Toten ihre Toten beerdigen. Also er geht so weit und ist so radikal, Radix Wurzel, dass er sagt, du brauchst nicht zur Beerdigung. Lass die Toten ihre Toten beerdigen. Was ist wichtiger? Was ist wirklich, wirklich wichtiger als deine göttliche Selbstbewusstwerdung? Als dein Atem im neuen kosmischen Atemrhythmus? Und dieser Rhythmus ist das Bewusstsein der bedingungslosen Liebe in der Einheit von Gott und Mensch. Das ist der Schlüssel. Nur durch die bedingungslose Liebe kann diese wahre Einheit von Gott und allen Teilen Gottes wahrgenommen werden. Und das göttliche Wirken ist immer aus Liebe. Immer aus Liebe heraus. Und sie wirkt individuell und einzigartig. Von jedem Menschenwesen kann dies wahrgenommen werden. In sich wahrgenommen. Durch sich. Dieser neue kosmische Atemrhythmus in seiner bedingungslosen Liebe durchströmt jede einzelne Zelle in deinem Körper. Und diese reine Liebe zwingt niemals irgendjemand zu irgendwas. Diese Liebe ist nichts Sentimentales. Es ist die höchste Kraft in allem, was ist. Das heißt, genau diese Liebe ist das Entscheidende. Das, was die Überwindung der Scheidung von Gott ermöglicht.
Und somit ist unsere auch materielle Weltsicht und Selbstwahrnehmung kein Fehler. Es ist nur eine Vorstellung, dass wir mit irgendeiner materiellen Form, wie auch unser Körper, ident sind. Und durch diese falsche Identifikation haften wir an diesen Vorstellungen und Bildern. Und dieses Haften ist sich selber inhaftieren, in eine Zelle sperren, in eine reduzierte kleine Zelle. Und wir müssen verstehen, dass Identität und Identifikation nicht das Gleiche sind. Wenn ich meine wahre Identität, also sprich innere Einheit, kenne, brauche ich keine Identifikation mehr. Ein Schauspieler zum Beispiel, der sich mit einer Rolle, ich muss mich entschuldigen, mein Hund latscht gerade durch und trinkt, ich hoffe, es stört nicht. Ein Schauspieler, der sich mit einer Rolle identifiziert, also er spielt jetzt zum Beispiel einen Mann, der betrogen wurde von seiner Frau und für ihn eine Welt zusammenbricht. So, und jetzt spielt er diese Szene, sagen wir mal, am Theater auf der Bühne. Jetzt ist das Theater zu Ende, der Vorhang geht nach unten, die Menschen sind begeistert, weil er das durch und durch so gut gespielt hat. Sie haben wirklich mit ihm mitgelitten, sie haben seine Gefühle empfunden und es war Stille im Theatersaal und die Leute waren ganz gebannt, was passiert als nächstes und. So, und dann geht er runter von der Bühne, geht in die Maske, um sich umzuziehen und so weiter und begegnet auf dem Weg dort diesen, sagen wir mal, Mann, mit dem ihm seine Frau betrogen hat, ja, seinen Widersacher. Und fängt an, ihn auf dem Weg zu schlagen. Und du hast meine Frau mir weggenommen. Und die anderen Kollegen kommen alle zusammen, der Regisseur und so weiter, und sagen, hey, das ist vorbei, das Stück. Alter, es ist am Ende. Wir gehen jetzt noch ein Bier trinken und feiern die Premiere, weil alles so erfolgreich war. Nein, er hat mir meine Frau weggenommen und sie hat mich betrogen mit ihm und er ist ein Schwein und die halten ihn alle, sagen, nein. So übertrieben könnte man das sagen. Er ist so tief in dieser Rolle identifiziert, dass er, wenn er die Bühne verlässt, nicht mal wahrnimmt, dass er das gar nicht ist. Er ist ein ganz anderer. Und das ist die Haftung. Da ist er inhaftiert, in dieser Rolle, also in dieser Identifikation inhaftiert. Was hat er verloren? Seine wahre Identität. Und wenn wir uns lösen von unseren Identifikationen und unsere wahre Identität zum Vorschein kommt, dann sind wir im neuen kosmischen Atemrhythmus und es ist nichts anderes als ein Leben im feierlichen Gottesdienst.